Pre-Events zu Tick Wattle haben begonnen. Und dieser ist im Funkenschwärmersumpf zu finden, an der Wegmarke Splitterküste. Dabei handelt es sich um einen der Drachen, gehört aber nicht zu den schwierigsten. Hier gibt es noch diese Asura-Kanonen, die sich langsam aufladen und dann auf den Drachen abgefeuert werden können. Wer das macht, erhält noch einen Erfolg, wer den noch nicht hat. Beim Drachen selbst gibt es im Grunde nicht besonders viel zu beachten. Tick Wattle ist da. Die einzigen Dinge, die er tut, ist einmal so ein Gruppenvier. Und manchmal tropft von seinem Flügel so Gift. Wolken, denen man nach Möglichkeit ausweichen sollte oder möglichst schnell wegreinigen sollte. Ansonsten gibt es nicht großartig viel zu beachten. White Bunch.